Es ist Freitagmorgen. Wir fahren jetzt, ich fahre jetzt mit Evelyn Kaufmann zusammen nach Eschborn. Machen wir ein paar Schulungsgeschichten Richtung ja, Kundenanfragenbetreuung und Matching. Evelyn, hallo. Hallo. Ja, jetzt nochmal einen wunderschönen guten Morgen aus Eschborn. Wir befinden uns hier direkt vor der Zentrale, der Hauptzentrale von Randstad Deutschland. Wenn ihr bei Randstad mal anfangen solltet zu arbeiten, dann werdet ihr innerhalb der ersten Wochen hierher geschickt. Ihr durchlauft hier so ein paar Schulungen. Das hat mir persönlich immer richtig viel Spaß gemacht, weil man lernt so viele neue Kollegen kennen. Das wäre, glaube ich, ganz gut, wenn ich noch mal ein bisschen erzähle über Randstad als Arbeitgeber. Also der Einstieg, der ist echt der absolute Wahnsinn, super professionell. Man lernt ganz, ganz, ganz viel und ganz strukturiert. Wie waren so die ersten Tage für dich? Also ich bin der Meinung, dass Randstad, was die Einarbeitung betrifft, schon sehr viel für neue Mitarbeiter tut. Für meine tagtägliche Arbeit profitiere ich davon, dass wir dieses Service Center hier in Eschborn haben mit kompetenten Ansprechpartnern in ganz vielen Randbereichen. Ich habe heute den dritten Tag meiner Schulung in Eschborn. Ich habe gute Neuigkeiten. Dein Herr? Ja, ist er weiter? Darfst du dich vorstellen? Ja, wie geil! Wie cool ist das denn? Ich freue mich. So hatte ich mich, glaube ich, auch über meine erste Vermittlung gefreut. Ich erinnere mich noch vage dran. Boah, das wäre ja so genial. So, der Tag in Eschborn ist jetzt vorbei. Ja, es kommt jetzt auch noch der Randstad Consultant Congress in Berlin. Auf dem Weg nach Frankfurt. So, am Gate. Wunderbar. Nee, doch noch nicht. So, wir sind in Berlin angekommen. Jawohl, da sind wir. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in Berlin, hier im Kosmos. Herzlich willkommen zum ersten Consultant-Kongress der Randstad-Gruppe in Deutschland. Ja, 1000 Kollegen auf einem Haufen hier. Wir haben verschiedene Dozenten hier, Referenten, die ein bisschen erzählen über verschiedenste Themen. Wollen Sie abschließend mich noch ganz kurz filmen? Sie? Ja. Ich einfach Sie? Mal ganz kurz Ihnen die Kamera in die Hand. Bin ich voll drauf, oder? So oder so, Sie sind voll drauf. Ja, wer hätte es gedacht, jetzt werde ich vom Chef höchstpersönlich noch gefilmt. Wahnsinn. Also, was man vielleicht auch hiermit sehen kann, wir haben eine unglaubliche Nähe auch zum Management oder eine sehr große Menschlichkeit, was mir persönlich sehr, sehr, sehr gut gefällt. Genau, würde mich total freuen, wenn ich eines Tages mal einen Kollegen treffe, der echt sagt, hey, dich kenne ich doch von dem Video und weil du den ganzen Unsinn, den du die ganze Woche über verzapfst, einfach mal auf Videoband aufgenommen hast, habe ich mich dazu entschieden, mich jetzt bei Randstad zu bewerben und da bin ich. Also in diesem Sinne, euch alles Gute. Ciao.